zurück zu Fallout 76. Ich stehe jetzt an Berkeleys Hauptbahnhof. Berkeley? Berkeley, ne? So wird es doch ausgesprochen. Berkeley? Ach, Berkeley Springs? Ja, irgendwie so. Denn ich soll ja das Blut töten. Und der ist ja hier oben. Also dachte ich mir, laufen wir jetzt da so hin. Untersuche Berkeley Springs. Untersuche Berkeley Springs. Wartet mal kurz, im Fitboy anzeigen, bei Sonstiges. Achso, das ist was Tägliches, alles klar. Ja, gut. Genau, wir gehen jetzt erstmal, ne? Kann ich hier eine Markierung setzen? Ach, ich werde es schon so finden. Bin ja nicht doof. So. Ein Machtwort gesprochen. So, ich habe auch ein bisschen was verkauft. Damit ich wieder ein bisschen leichter bin. Und jetzt jumpen wir einfach mal dahin. Oh, eine Red Rocket. Kenne ich die nicht schon? Ich werde ein bisschen Munition sparen, ne? Ihr wisst Bescheid. Ne, wartet mal. Wo ist denn schon wieder mein... Oh. Ein Momento. Ne, Waffen, bitte. Hier, mein Eidbrecher. Ich habe den doch favorisiert. Verdammt. Na komm schon. Guck mal, ist der stärker mit der bloßen Hand als ich hier oder was? Gibt's ja wohl nicht. Kann nicht. Nee, kann's nicht. Tut weh, ne? So. Gut, weiter geht's. Oh, ich hab Durst, Leute. Und ein bisschen Hunger. Gebackene Beefliege. Nur noch die Kakerlake. Hab ich nicht irgendwie noch was? Knallbeerensaft. Oh, 10% auf kritischen Schaden. Gut. Nur noch das hier. Was ist hier mit der Köterkeule? Gib mir ein bisschen Ausdauer. Ja, her damit. Leguan am Stiel. So. Jetzt bin ich gut gesättigt. Ich habe so das Gefühl, ich sitze jetzt hier gleich in der Scheiße. Also ich dachte gerade, das wäre eine Urne. Hm. Eine Urne. So, ich höre Schritte. Ich höre sie. Ich sehe nur niemanden. Noch nicht. Sag mal, hier war ich doch noch nicht. Nee, kann ich ja nicht, weil sonst wäre es ja schon freigeschaltet. Oh, 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 oh. In der Nähe ist irgendwas. Ja, ja, ja. Ach, was war das jetzt? Das ging schnell. Nee. Diese Sweats, ne, manchmal. Ja, war auch nicht schlecht, Leute. Das war auch nicht schlecht. Ja. Perfekto. Läuft.
Dankeschön für die Patrone. Ist hier so, nee, hier ist sonst nichts mehr. Oh, oh, nein, oder? Oh nein! Ah, oh, ich hab's rausgeschafft. Oh Gott sei Dank. Was ist das hier? Berkeley Springs. Ja, 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 ja. Das ist Berkeley Springs, okay. Okay. Ist hier was für mich? So, wartet mal. Ihr wisst, was jetzt kommt, oder? Ich brauche mal wieder ein schönes Foto. Ne, wartet mal, ich stehe falsch rum. Und mach mal die Waffe weg, Phantasiens. Das gehört sich auf dem Foto einfach nicht. So. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter weg. Jetzt gucke ich nochmal. Ich denke, das kann man so gelten lassen. So, dann nehmen wir natürlich wieder einen Rahmen. Ach, wartet mal. Nee, 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 Moment mal. Mir fällt da gerade was ein. Ach Gott, echt jetzt? Warum habe ich denn das nicht gesehen? Ach, das ist ja voll doof. Special. Genau, das wollte ich machen. Guckt mal, passend zum Jahresanfang. Happy New Year. Ja, sehr schön. Genau, das nehmen wir heute mal. Ausnahmsweise. Okay. So. Jetzt muss ich mich hier wieder umsehen. Ich denke mal, ich muss da hoch. Irgendwie. Und irgendwann. Waffe raus. Ich höre die Schreie. Da guck mal noch geschützt. Noch einer? Du kannst dich nicht ewig verstecken. Nee? Kann ich nicht? Über mir ist noch einer, ne? Aber erstmal gehen wir am Terminal. Gut, Aetna Spa Terminal. Oh, ist ein Spa gewesen? Persönliche Tagebücher, kein Zugriff für Mitarbeiter. Persönliches Tagebuch, 22.02.75. Gerade ist mir mein neuer Mr. Handy geliefert worden. Als ich ihn eingeschaltet habe, hat er gesagt, dass sein Name Z43126 lautet und dass ich ihm einen richtigen Namen geben soll. Ich habe mich für Beckham entschieden. Das war der Name, das war der Name meines Hundes, als ich Teenager war. Der Verkäufer hat gesagt, dass er die Arbeit von 2 oder 3 normalen Mitarbeitern erledigt. Hoffentlich stimmt das, sonst habe ich echt viel Geld in den Sand gesetzt. Vielleicht hätte ich das Geld lieber in eine zusätzliche Sauna für meinen Spa stecken sollen. Aber ich kann derzeit wirklich etwas Hilfe gebrauchen. Wo sind nochmal meine Camps? Keine Ahnung, such sie doch. Tagebucheintrag von was? 6.8.75. Einer meiner Kunden hat heute den Spa verlassen, ohne zu zahlen. Er sagt, er wäre unzufrieden mit dem gebotenen Service. Nachdem Beckham einen Luffer statt des gewünschten Bimsteins verwendet hat. Alles andere war beim Spa-Besuch perfekt, aber ein kleiner Fehler und schon gehen die Leute in die Luft. Es ärgert mich, dass diese reichen Angeber aus der Oberschicht denken, die Welt müsste ihnen auf einem Silbertablett serviert werden. Manche von uns müssen für ihren Lebensunterhalt arbeiten. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Persönliches Tagebuch, 18.11.75. Da Honigbehandlungen im Heilbädern immer beliebter wären, füge ich sie dem Angebot hinzu. Ich habe Beckham losgeschickt, um Honig von Bienenhäusern in der Nähe zu besorgen, aber die Imker verlangten zu viel Geld. Dann habe ich angeboten, das Zeug eimerweise zu bestellen, aber es war immer noch zu teuer.
Am Ende habe ich Beckham losgeschickt, um nach Winnbienenstöcken in der Gegend zu suchen. Ich bekomme den benötigten Honig von und Beckham wird nicht gestochen. Funktioniert wunderbar. Siehst du, Marktlücke entdeckt. Persönliches Tagebuch, 4.2.75. Früher habe ich in ruhigen Monaten wie Januar und Februar Rabatte gewährt, aber dieses Jahr sind die Kosten für das Heilbad gestiegen, sodass ich diese Werbeaktion streichen musste. So viele Beschwerden habe ich im Leben noch nicht gehört. Die meisten Kunden sagten, sie würden sich von mir ausgenutzt fühlen. Dabei sind sie wohlhabend, fahren teure Autos und leben in riesigen Häusern. Die haben vielleicht Nerven. Ich versuche doch nur über die Runden zu kommen. Hätte ich gewusst, dass meine Kundschaft so kleinig ist, hätte ich diesen Spa niemals eröffnet. Persönliches Tagebuch, 10.05.76. Beckham hat heute ein Tablett mit Lotions umgeworfen. Oder, ja. Ich verstehe nicht, wie ein Roboter so ungeschickt sein kann. Als ich die Firma anrief, sagten sie mir, wie ich seinen Schwebeantrieb kalibrieren und einige seiner Sensoren modifizieren kann. Offenbar lässt sich einstellen, was Beckham empfindet. Was es kalt oder dunkel ist. Wann es kalt oder dunkel ist. Welche Farbe der Himmel hat. Einfach alles. Da Beckham so unkooperativ war, möchte ich diese Sache mal testen und habe ihm Angst vor Bienen eingepflanzt. Wird bestimmt lustig zu sehen, wie der Roboter panisch wird, wenn er das nächste Mal Honig sammelt. Manchmal sorgen die kleinen Dinge im Leben ihm für den größten Spaß. Ja, okay. Ist aber echt ein bisschen fies, ne? Den Roboter jetzt so umzuprogrammieren. Ich sollte der Boss sein. Ach, du solltest... Aber sowas von. Du solltest mal deine Klappe halten. Ich bin der Boss, ja? Ich bin die Herrin. Und ich bin Paladin. Ich bin alles. Aha, das ist also das Spa-Bad. Ich mache es. Wow. Hat sich ausgespart. Dann schwör ich. Das war denen hier zu Tode langweilig. Ich höre immer noch die Schreie. So, Hundefutter in der Dose. Ja, ich habe eigentlich davon genug gerade in der Tasche. Hier könnte ich ein bisschen kochen. Wie ist es bloß so weit gekommen? Hab dazu jetzt aber keine Lust. Nee, da komme ich nicht hin. Mir ist so langweilig. Ha! Ehe er losschießen konnte, habe ich das erledigt. Hallo erstmal. Hier ist es ganz schön dunkel. Gibt sie kein Licht. Ich sollte der Boss sein. Aber sowas von. Ach komm, du wiederholst dich, Mister. So kann ich jetzt da springen, ohne mich zu verletzen. Aha. Ja. Das hättet ihr euch gedacht, oder? Hier draußen gibt's nichts Gutes. Nicht? Überall Fehlanzeige. Alles Scheiße. Ja. Sage ich dir alles Scheiße. Gut, hier ist auch nichts weiter. Mir fehlt meine Mama. Oh. Kann man den Scheiß irgendwie aussteigen? Aha. Den Aufzug kann ich also öffnen. So, die Zimmer sehen irgendwie alle gleich aus. Es ist hier auch. Ich lebe noch. Aber wie kann das sein? Ja, das weiß ich auch nicht, Mister. Oh. Oh. Ich gehe mal hier lang. Ja, und hier ist nichts. Oh Mann. Ehrlich? Ich hasse diesen Ort. Hasse verdammt nochmal alles. Ja. Hässliche Gedanken. Hässliche Gedanken. Hässliche Gedanken. Gut, dann nehmen wir mal den Aufzug, ne? So. Oh, Waldbewohner. Wartet mal. Ach Gottchen. Ja, sie hat es nicht geschafft. Oh. Sie hat es nicht geschafft. Hässliche Gedanken. Hässliche Gedanken. So, kann ich jetzt irgendwo hinfahren? Nee, oder? Ach so, geht gar nicht. Hm.
Au, jetzt habe ich mir echt wehgetan, ne? So, wie komme ich denn jetzt hier rauf? Ach, da! Das ist eine Treppe. Naja, gleich. Wow, da hat jemand... Schauen wir wie die Raketen da kommen. Kopf voll zerschossen. Alter, ich bin gleich tot. Jetzt lade ich auch noch nach. Adler, Beobachter. Okay. Sturmgewehr nehme ich mal mit zum Verwerten. Jessie, die Köchin. Oh mein Gott. Notiz von Spüler Steve. Die Trottel lassen mich hier unten Geschirr spülen und wollen mir weismachen, dass ich im Handumdrehen die Küche leiten werde. Denken vermutlich, es ist einfacher, wenn sie meine Rezepte verwenden und ich hinter ihnen herräumen darf. Aber egal, ich finde immer noch Zeit zum Kochen und ab jetzt behalte ich das ganze gute Zeug für mich selbst. Jedenfalls wäre es echt jammerschade, wenn ihnen was zustoßen würde. Ich habe langsam... eine vage Ahnung, was meine nächste geheime Zutat sein könnte. Okay. Wow. Hier hat aber jemand das nicht mal geschafft abzuwaschen. Oh, ein Heilmittel. Davon habe ich ganz, ganz wenig. Sturmfeuerzeug nehme ich mit. Den selbstgebrannten könnt ihr behalten. Ach so, ich soll schon zu... Hä, habe ich den schon getötet? Ja. Wer war denn jetzt Blut? Ach, der war das. Okay. Das Blut. Na gut. Du liegst höchstens im Blut. Nee, hier war ich schon. Ja. Hier ist sonst nichts weiter. Doch, hier oben noch, oder? Und hier... Wow. Wow, das... das ist ja hier eine richtig kleine... eine kleine Stadt. Krass. Treibstofftank. Oh, wartet mal. Ups. Frank der Metzger. Das hat sich ausgemetzgert. So, Karotte. Guck mal, die sieht irgendwie nett aus. Oh, eine handgefertigte. Eine handgefertigte. Hat jetzt gerade jemand was von mir gekauft? Ich habe es gerade gar nicht so mitbekommen. Treibstofftank. Maulwurfsrattenfleisch. Na komm. Nehmen wir mal mit, ne? Das ist ja. Ist ja. Wird mir gar nicht mehr angezeigt, wer was kauft. Verdammt. So, irgendwo war doch hier ein Zettel. Bin ich jetzt irgendwie blöd? War hier nicht irgendwie ein Zettel zum Lesen? Oder habe ich das Ding jetzt weggebombt? Ach da! Brahmin-Nudelsuppe. Lesen. Ach du meine Güte. Chief Beef's Brahmin-Nudelsuppe. Hier ist wieder die alte Jessie mit einer neuen edlen Delikatesse. Haben letztens ein paar Kerle aus Foundation aufgehalten. Wir haben sie laufen lassen, ihnen allerdings die Brahmin abgenommen. Junge, diese Viecher sind so süß und auch salzig. Brahminfleisch und keine Scheu. Hufe, Ohren, Backen, alles köstlich. Ein paar frische Frühlingszwiebeln und
Lauch, ach so. Irgendeine beliebige Brühe, Salz, Pfeffer und Gewürze, die du gerade zur Hand hast. Ist keine Hexerei. Brate das Fleisch ein bisschen an und gieße es mit Brühe, Gewürzen und Salz auf. Gegen Ende fügst du das Gemüse hinzu, damit es noch ein bisschen knackig ist. Ah ja, okay. Gut, gut. Nein! Ach, Phantasiens. Menschenskinder. So. Einmal nachladen, bitte. Oh, so. Ich merke schon, ich muss hier noch eine Weile aus. Ausharren. Schachbrett? Was hat eigentlich ein Schachbrett? Ich kann mir das ja sowieso nicht merken, aber... Schachbrett. Holz. Okay, dann brauche ich das eigentlich gar nicht mitnehmen. Sei nicht so eine Memme. Ach. So, ich habe die zwar erst verkauft, die Sachen, so ein bisschen, aber... Jetzt mal mit hier die Sachen. Ich habe keine Ahnung, wo was drin ist. Ja, weil ich immer alles nicht mitnehme. Ihr weist mich immer so netterweise darauf hin. Aber merken kann ich mir das halt leider nicht. Ich muss mir echt diese scheiß Lupen daran machen. Was heißt scheiß Lupen? Ich meine, die sind da nützlich. Plastik, ja. Reisbohnen à la Kajun. Rattengift, ja. Einwegglas, okay, das nimmt. Oh, hier ist ein Terminal. Ich habe hier auch gerade noch einen Zettel gefunden. Hier, Franks süße Redfish-Rache. Okay. Oh, das ist sogar ein Rezept, was ich jetzt gelernt habe. Rezept Rex. Nee, Ricks süße Redfish-Rache. Ich habe nach dem Abendessen neulich noch ein Hühnchen zu rupfen. Hab das hier zusammengeworfen. Wehe, jemand stellt nochmal meine Kochkünste in Frage. So viel Redfish-Fleisch, wie du in die Finger kriegst, großzügig in Stücke schneiden. Ein paar Tatos, um die Soße anzudicken. Die machen das Ganze unglaublich cremig. Ein Schluck Böhm hier und da schadet nicht, solange du kochst. Irgendein stinkendes Dreckwasser, das hält alle Zutaten zusammen und macht das Hirschfleisch ganz hart. Ich habe festgestellt, dass eine offene, ruhige Flamme bei diesem köstlichen Hirschfleisch ein Topf wahre Wunder bewirkt. Der Rest von Böhm, den du nicht getrunken hast, rundet die ganzen Geschmacksnoten zu einem schönen, wärmenden Gericht ab, das dir die Zehen kribbeln lässt. Okay. Ja, wunderbar. Hier ist ja doch noch einiges zu finden. So, meine Lieben, aber die Zeit ist leider wieder vorbei und ich muss jetzt hier auch einen Cut machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, für eure Likes und für eure Kommentare und ja, verbringt noch die schöne freie Zeit. Da ist was in der Nähe. Alles klar. Verbringt eure schöne freie Zeit, ja, in warmen Räumen. Keine Ahnung, was ich jetzt sagen wollte. Wie dem auch sei, bis zur nächsten Folge. Bye, bye.